Kleiner Lifehack. Wow! Oh mein Gott, das war so close. Nein! Pfff! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei, lieber Eskation YouTube. Hey! Alter, irgendwann wird es echt schwer zu... Alter, Leute, ganz kurz. Tobi, ganz ruhig. Leute, ganz kurz. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, macht das einfach mal. Das ist auf meinem Kanal kostenlos. Es kostet auch bei Tobi nichts. Der ist nämlich ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Macht dem Jungen auf jeden Fall mal ein paar Subs rein. Denn Tobi wird jetzt auch regelmäßig Video-Content bringen, meine Freunde. Wir werden jetzt gemeinsam hier richtig, richtig durchstarten. Ich muss zugeben, Leute, ich habe mich mal wieder ein bisschen inspirieren lassen aus den USA und habe einen YouTuber gefunden, der tatsächlich einen Todes-Death-Run gebaut hat. Allerdings ohne, dass jemand anderes draufschießt, nämlich in einer etwas anderen Art und Weise. Und zwar geht es darum, dass wir hier einen kleinen Parcours haben, in dem man sich ja letztendlich einfach nur durchs Überleben der Fallen quasi durchschlagen muss. Und ich würde sagen, wir bauen das Ding einfach mal. Sprich, es gibt Jump Pads, man muss diese Jump Pads bestreiten und dann halt die Fallen am Ende überleben. Das werden wir gleich tun. Und ich würde sagen, Tobi, wir landen erstmal in verschiedenen Locations. Ich lande direkt in Rita Row. Du am besten komplett auf der anderen Seite der Map und wir teilen die Map ungefähr in die Hälfte und gucken, dass wir irgendwo die richtigen Automaten finden. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Fallen und eine Menge Jump Pads. Und ich würde sagen, es gibt jetzt erstmal einen ganz kleinen random Zusammenschnitt von uns, wie wir Lamas, Fallen und anderes sammeln. Bis gleich. Küsse eure Augen. Komm her, kleines Lama, komm ran zu mir. War der Trainer, oder? Öffne die Türe. La la la. Was? Lama nicht näher. Au, 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 da kam einiges rausgesplättert. Ich habe gestern meinen Müll rausgebracht und mich hat so aufs Maul gehauen und dann ist der ganze Müll auf den Boden gekommen. Echt? Und du auch? Ja. Was sagst du? Dann lag ich am Boden und hat es geregnet. Kennst du diese so. Traurige Musik? Ja. Ich weiß, ich habe mich so krank gefühlt. So, okay, das jetzt geht's ans Bauen. Ich würde sagen, Tobi, bevor wir jetzt hier irgendwas anderes machen, verstärke ich doch nochmal ganz kurz hier unten die wunderschöne Treppe. Nicht, dass das jetzt irgendwie noch zusammenbricht hier. I have a good plan. You will see on the first Hindernis. Okay, I'm coming up to you now. And I'm here. I did a second Treppe. You see the gang I made? Yes, so I go like this. Yes, but not above. Ja, wahrscheinlich hier. Denken jetzt echt hier. Leute, wir können kein Englisch. Hier das nächste, oder? Geht das ja, ne? Und schon. Ja. Sehr gut, okay. Aber wir brauchen immer wieder so also Backup-Points, damit wir zurückkommen. Ich hab eine gute Idee für ein Hindernis. Warte, was ist hier sowas? Was hältst du von sowas? Warte. Guck mal, und hier ist dann das Loch. Wenn man hier dran fliegt, dann stirbt man nicht. Man stirbt ja gar nicht. Wo denn? Hier, wo ich gemacht habe. Warum? Ja, weil wir Bounce-Pads benutzen. Man fällt dann runter. Also wenn man runterfällt, ist ja dann los. Also, weißt du, was da ist meine? Verloren, ja. Da ist verloren. Okay. Machen wir mal weiter hier. Guck mal, ich komme dann hier an. Und da muss er direkt aufs Jump-Pad landen. Das ist nämlich hier. Und da geht's dann mal hoch, weißt du? Ja, und wenn man nicht auf dem Jump-Pad landet, wir können hier Fallen hinmachen, geht es? Guck mal hier so. Weil wenn man nicht auf dem Jump-Pad landet, dann ist man tot. Komm, wenn man hier hochfliegt, Tobi, meinst du, die Fallen crushen ein, während man hochfliegt? Nee, ne? Nee, ich glaube, du bist schnell genug. Spring mal hoch. Nee. Eins noch und dann Boden machen. Also hier ja. So? Ja, jetzt nicht so die. Achso, ja. Komm, du musst hier so lang. Ah, ja, stimmt, weil sonst, wenn man runterfliegt, dann wird man von der Falle gecrushed. Ja, richtig. Ja, Ist das machbar? Ja, hab's grad geschafft. Aber schon schwer, oder? Ja, muss man schon lenken können. Oh, lenken? Das kann ich mir denken. Ja, so. Und so einen Spruch kannst du dir schenken. Genau. So, dann. Schon nicht einfach, Junge. Nee. Okay, Tobi, bist du bereit, das Team zu wechseln? Ich bin ready. Stimmt, wir können ja eigentlich gleich Team wechseln, dann können wir gleich auf unserem Parcours landen. Okay. Ich bin mal derm gespannt, ob wir das hinbekommen. Also, wer runterfällt, raus. Wer stehen bleibt, raus. Wer nicht weiterläuft, raus. Also ich glaube, das sind die Regeln, Leute. Mehr haben wir auch gar nicht an Regeln, aber es sollte auf jeden Fall schon ausreichen, um es schwierig genug zu gestalten. Soll ich direkt, Tobi, möchtest du deine Sicht auch mit aufnehmen? Kann ich machen. Ja, das wäre super geil, Alter. Dann machen wir das doch direkt, Leute. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, Tobi. Das ist eine super Kameraperspektive von dir. Danke. So, und ich würde sagen, soll ich einfach mal einen Testrun machen, Tobi? 3, 2, 1 und go. Ich bin nicht stehen geblieben, alles gut. Okay, warte kurz, ich mach mal. Ich bin jetzt hier irgendwo, wo ich nicht weiterkomme. Was mache ich denn dann? Verloren, ne? Ja. Runterspringen, umbringen. Alles klar. Und auf Wiedersehen. Alter. Nein. Und you're down. Hä? Warum ist die nicht ausgelöst? Hä? Geh nochmal dahin. Hä? Wahrscheinlich, weil du die Falle gebaut hast, egal. Ich glaube, das ist das Problem. Hä, nee, aber die ist doch. Ich bin doch ein anderes Team. Hä, warte mal. Oh mein Gott, ja! No. Oh! Nein! Oh Gott! Oh! Okay, warte, ich muss mich umbringen. Ich hab's geschafft. Oh, ich bin hier oben. Alter Schwede. Okay. Das war aber ganz schön knapp bei dir, ne? Ja, glaub, du hast die auch ich glaub, im einfach durch. Gebaut, oder? Okay, die sind nicht ausgelöst, keine Ahnung wie. Ich glaube, die lösen nicht alle Fallen einfach aus.
Oh, hä, egal, ich bin schon richtig weit. Okay, ich glaube, wir brauchen nächstes Mal eine dritte Person, die uns das baut. Kann das sein? Dass kann das sein, noch ja. Verbuggt ist? Oh! Oh! Oh mein Gott, die ist ausgelöst! Nein! Och, ich hab's wieder nicht geschafft, Mann. Da ist eine Falle, das ist gar nicht geil. Hä, was muss ich denn hier machen, Digga? Wo bist du denn? Da oben? Oh! Sie ist ausgelöst! Ja! Oh mein Gott, sie ist ausgelöst! Ja, ich hab's gesehen. Oh, sie ist ausgelöst! Ich bin am Ende! Hast du es geschafft? Und ich bin durch, nein. Digga! Ja, Mann! Digga, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Second try, Alter! Oh mein Gott, Digga, das ist so ein Nervenkitzel. Schade, dass sich alle auslösen, ne? Ja, schade, dass sich alle fallen. Außer bei mir lösen halt verhältnismäßig mehr Fallen aus als bei dir. Weil du den Großteil halt gebaut hast. Also ich glaube, Leute, wir müssen das nächste Mal so machen, dass wir auf jeden Fall eine vierte Person dabei haben oder eine dritte Person, die uns das alles baut, weil sonst lösen die ganzen Fallen halt bei uns nicht aus. Bring mich mal ganz was hier um in der Falle. Ich hab ihn noch nicht einmal geschafft. Oh, die hat ausgelöst. Bring mich um. Hä, die Falle macht mir keinen Schaden. Die löst aus und macht mir keinen Schaden. Hä, ich glaube, wir sind gerade verbuggt, Alter. Hä? Hä, was? Hä? Das ist super seltsam. Ich dachte nicht schon, weil der Stachel, der war in meinem Gesicht. Hä, warum gehen die Fallen denn nicht? Ja, alles klar, Leute. An der Stelle dann GG an Fortnite. Irgendwas scheint gerade mit den Fallen die richtigste zu sein. Bring ich mal ganz kurz hier in der Gasgranate um. Oh mein Gott, egal. Runde 1 geht auf jeden Fall schon mal an mich. 1-0 für mich, egal was passiert ist. War mir natürlich jetzt ein bisschen blöd, Leute, dass das nicht so funktioniert hat. Ich glaube, es braucht wirklich eine dritte Person, die uns das dann quasi baut. Was ja auch eigentlich irgendwie intelligent ist. Kriegen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hin. Machen wir gerne. Hier gestorben. So, egal. Okay, Tobi, 1-0, Digga, 1-0. Die sind immer bei mir ausgelöst, die Fallen, aber sie hätten mich auch, glaube ich, nicht erwischt. Also die lösen auch. Wir können gerne nochmal ein bisschen Zeitloop und sowas machen, Leute, damit das Thomas dann quasi nochmal alles ein bisschen. Oh. Nein, ich bin an dieser einen Stelle wieder gelandet. Und down, Alter, bin ich. Es ist schon schwer, muss man dazu sagen, ne? Also ich glaube, das ist echt nicht easy, also die Digga. Die lösen alle aus, Alter. Ja, die lösen aus, aber die machen keine von uns beiden Schaden. Alle Fallen lösen irgendwie aus, so sie machen keinen Schaden. Das ist echt seltsam. Klein gut, die Fallen brauchen natürlich auch ein bisschen, bis sie getriggert sind. Wenn man halt schnell vorbeifliegt, Leute, dann macht das natürlich keinen Schaden an der Stelle. Aber schade. Oh mein Gott. Okay, Falle ist in mir ausgelöst, hat keinen Damage gemacht, keine Ahnung warum. Es ist gerade echt seltsam. Es kann sein, dass sie jetzt von den Teams ja irgendwie verbuggt haben. Ja, ich glaube schon. Aber es macht auf jeden Fall echt schon mal einen Heidenspaß. Das ist natürlich jetzt auch nur so ein kleiner Prototyp, Leute, ja. Und im nächsten Mal werden wir auf jeden Fall mit einem riesigen Fallentunnel und so weiter und so fort machen. Das Problem ist halt immer noch, dass man halt schauen muss, dass natürlich alles an Automaten da ist. Weil wie gesagt, mit Lamas farmen ist das relativ. Boah. Nein! Ich hatte gerade so einen geilen Run. Nein. Okay, ich bin jetzt hier, bei diesem Eck. Jetzt muss ich hier durch und ganz schnell flott. Oh, nein! Ich krieg das hier vorne nicht mehr hin, Alter. Ich hab's anfangs auch nicht hinbekommen, das war so schwer. Ich hab's eben einfach flawless direkt hinbekommen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hatte gerade auch ein übelst flawless Run. Boah, ist ja unmöglich einfach hier vorne. Das ist richtig, richtig schwierig, Mann. Aber egal, ein Win ist auf jeden Fall schon mal in der Tasche, Leute. Gucken, ob Tobi es auch noch schafft. Ja, ich war gerade irgendwie kurz davor. So. Nein. Oh. Ja. Jump it. Oh Gott. Fallen lösen aus. Oh, jump it. Ah. Lass mich hier weg. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Ich bin über die Falle gehüpft. Nein. Oh. Okay, ich bin durch. Ich bin direkt hinter dir, das ist ganz gut, weil die Fallen dann. Oh! Direkt triggern nämlich immer ein bisschen zu spät dann, dank dir. Nein, Tobi! Bist du so durchgefallen? Nein, Alter, ich war so weit. Och, Mann, ey. Es ist halt echt sau schwer, weil du fliegst immer unterschiedlich mit diesen Bounce-Bit. Es ist so belastend, Alter. Ich hätte Nummer 2 safe machen können, Leute. Naja, egal. Restart an der Stelle, dann würde ich sagen. Was war denn das, Alter? Okay. Und go. Es ist so schwer. Nein, halt's ab! Guck mal, wo ich im Wasser gelandet bin. Guck mal. Lol. Oh, belastend hoch 10. So. Ich finde diesen Übergang zu diesem Bounce, zu diesem Jump hier so nice. Boah, das hier kotzt mich am meisten an. Kommt man da nicht einfach noch? Warte, vielleicht kann ich mich noch so safen. Als ob das geklappt hat. Als ob das funktioniert hat, lol. Kleiner Lifehack. Wow! Oh mein Gott, das war so close. Nein! Kleiner Lifehack. Boah, Digga, was, nein. Alter? Okay, komm, let's go, hier rüber. Weiter geht's. Jetzt rüber und das ist der schwere Part hier, so durch dieses Ding. Ja, ich bin am Ende. Ich bin in der Burg. Aber bei mir hätten safe tausende Fallen ausgelöst. Ja, und von hier, lol. Ich hab's geschafft. Und Nummer 2 ist gleich safe. Und Nummer 2? Ja, Mann, Digga, nice, Digga. Ich hab dir eine Treppe hochgebaut, dann kannst du gleich Nummer 2, okay. 2-1 steht's gerade, Leute. Nicht auslösen.
Okay. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Oh, Baby! Oh! Boah! Oh ja, das ist mein Run. Ja, 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 Nummer 2, Nummer 2, Nummer 3! Bam, Junge, easy! Was? Was? Also, ich bin nicht an der Seite runtergeflogen. Oh, Mann, Alter! Nein, 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 Kollege. So du bist auch runtergeflogen. Zurück zum Anfang, zurück zum Anfang. Nein. Doch, bist du. Zack, nein, 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 nein. Halt's Maul! Zurück mit dir, Junge! Ja. Zurück mit dir, Digga! Vielleicht also, Leute, ich jetzt noch 1 Minute 40 habe ich ihr seht gerade, ihr seht gerade schon, dass das richtig, richtig gut funktioniert, eigentlich. Aber das mit dem Fallen ist gerade, wie gesagt, noch ein bisschen verbuggt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so, ja, so ein Hackmack macht hier an der Stelle. Nein! Oh, ich bin wieder runter. Nein! Mutter, warum? So, Mutter, was Mann. Hat deine Mutter damit? Ja, also dafür? Nein, warum bin ich geboren worden? Das war die Frage an meine Mutter dann an der Stelle. Ach so. Ja, ich glaube, die wollte dich. Ah, ich war ein Wunschkind, ja, ja. Ich nicht. Naja. Gut, wer oder? Nee. Last run, okay. Leute. Last run, last run, last run, last run. Der Run, der auf Run, der Run. Geht's, Digga. Oh. Oh. Okay, Leute. Hier habe ich ja eben einen kleinen Lifehack herausgefunden, wenn man nämlich den hier. Ich habe noch 50 Sekunden und ich bin gerade wieder voll nah am Ende. Oh, oh. 2 zu 1 wird es was? Also 2 zu 2 wird es dann. Oh. Oh, die Falle hat ausgelöst. Aber ich war flott genug, um hier durchzukommen. Dann hier hoch. Boah. Ich bin voll auf der Falle gelandet, aber hier weiter. 50 Sekunden noch, Tobi. Komm, hier durch. Komm. Komm, 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 komm. Ich bin bei der Burg. Ich hab auch noch 25 Sekunden Zeit, Digga. Das weißt wo du, ne? Wo bist du? Kurz vor Ende. Nein, du bist auch hier. Oh. Oh, du schaffst es nicht. 16 Sekunden noch. Ich will jetzt nicht irgendwie... Oh. Die hat sich aber voll getroffen. Hätte sie nicht, hätte sie nicht, hätte sie nicht. Die, ich bin direkt das Loch geschlüpft. Was, ich bin direkt das Loch geschlüpft. Und... Nein, nein, nein. Digga. 3-2. Kannst du sagen, was du willst? Kannst du sagen, was du willst? Ich mach jetzt noch auf eine Sekunde. Okay. Und es ist aus, Leute. Ja, Tobi, ich glaube, es ist entweder ein Unentschieden oder ein Sieg für mich. Keine Ahnung, Leute. Es ist ein Sieg für super, dich. Super, super, super schwierig kann gewesen mit diesen Fallen. In diesem Falle, ja. In diesem Falle, ne? Witzig, oder? In dieser Alter. Falle auf jeden Fall kein Damage von Fallen gewesen. Wir wissen auch nicht genau, woran es lag. Ich denke mal, wir brauchen auf jeden Fall das nächste Mal noch jemanden, der uns dann quasi dabei ein bisschen hilft. Das kriegen wir auf jeden Fall zum nächsten Mal hin. Ich würde sagen, meine Freunde, das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr weitere Folgen davon sehen wollt, von diesem unglaublichen Todesparcours, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt beim Tobi vorbei. Und jetzt machen wir das, worauf eigentlich alle warten. Und zwar reißen wir das Ding jetzt hier noch zum Ende ab, Leute. Weil ganz ehrlich, das muss ja sein. So, wartet mal ganz kurz hier. Weg damit. So. Da vorne ist, glaube ich, noch eine Verbindung. Wir müssen ganz kurz die Verbindung kappen, Tobi. Damit das Ding hier im Arsch ist. Ja, ganz wichtig. Und mach's damit. Gut, kleiner Parcours. Also, Leute. Schaut euch das mal an, Digga, wie alles hier zu Brüche geht. Das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut unbedingt beim Herrn Escation vorbei. Abo ist kostenlos, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, ciao.